Oh! Ich nehme die Außenkabine. Außen ist immer besonders teuer. Esso, ein Thema, kein richtig oder falsch. Okay, soll ich? So. Kreuzfahrten. Chilliger Urlaub. Oder die totale Umweltsünde. Ich würde sagen beides. Oh, das ist natürlich jetzt ein bisschen kompliziert. Ich war nämlich letztens erst auf einer Kreuzfahrt. Mehr will ich verbieten. Fand's richtig, richtig, richtig gut. Ich habe mir eine Folge des Traumschiffes angeguckt. Mit Florian Silbereisen. Es war ein Traum. Es war wirklich so schön, also was da für Bilder gezeichnet werden. Und die Menschen sind auch alle extrem nett da. Ich würde es einfach mal genießen, wie man das manchmal, gebe ich ehrlich zu, mal die Abende in Abendkleid. Ich liebe es auch, mich schick zu machen. Oh mein Gott. Man ist so für sich, man ist auch einfach mal auf hoher See, ganz weit weg von zu Hause, ganz weit weg von Zivilisation, von den Menschen, von den Problemen, von den Alltagssorgen. Und irgendwie hat das richtig gut getan, dort mal abzuschalten, unter sich zu sein, umpflegt zu werden. Come on, ey. Also. Für mich ist das Ding so ein wandelndes Altersheim auf dem Meer. Also die sagen dir, sag ich mal, wann du zu essen hast, die sagen dir sozusagen halt, wann du was anziehen musst und wann du aufs Land darfst und wann du wieder zurück darfst, wann heute Abend Bingo ist. Ja, wenn du dir das Ding in echt vorstellst auf dem Meer und davon gibt's nicht nur eins. Die Dinger produzieren einen Haufen Müll, Abgase. Soweit ich weiß, sind sie auch nicht so gut für den Meeresboden. Wenn ich sehe, wie in Italien, in Venedig, diese riesen Schiffe, die wirklich größer sind wie die Häuser, das finde ich schrecklich. Ich würde mal gerne eine Kreuzfahrt machen, vielleicht nur einmal. Ist das schön, ist schon schön. Ne? Aber generell finde ich eine Katastrophe. Das schadet unsere Umwelt, so wie ganz viele andere Faktoren auch. Deswegen wäre ich dafür, dass da ein Umschwung kommt. Ich hätte eine Idee. Das Schiff könnte mit Wasserstoff angetrieben werden und es legt nirgendwo an. Dann wäre es ein Plus für alle. Es gibt noch kein Kreuzfahrtschiff, das mit Wasserstoff fährt. Wo fängt Umweltsünde an und wo hört sie auf? Das ist wahrscheinlich schon Umweltsünde, wenn ich hier Currywurst Pommes mache. Das ist auch schon Umweltsünde. Aber davon leben ja auch Menschen. Man sagt immer so, ja, wenn Kreuzfahrtschiff Hafen hier ist, dann wird das gut, dann wird das ein Aufschwung für die Gesellschaft sein. Es ist genau das Gegenteil. Die kaufen nichts. Die gehen von ihrem Kreuzfahrtschiff runter und gehen dann durch die Stadt und gucken sich das alles an und so. Aber kaufen tun die nichts. Trotzdem ist die ganze Stadt voll mit Leuten und voll mit Müll. Es gibt Menschen, die haben keine Wohnung und da fahren die Leute mit quasi eine fahrende Stadt, mit der sie sich Herr Effen angucken. Das ist ja nicht nur das, wie soll ich sagen, die Energie, die man da aufwendet, um dieses Schiff da zu transportieren, sondern alles, was daran mit rundherum zusammenhängt. Wenn ich zum Beispiel in der Türkei bin oder so, was sie da alles ins Meer schmeißen, so in der Form. Das ist zum Beispiel so ein Aspekt, wo ich sage, ist nicht schön. Ich glaube, auch der normale Urlaub ist schon Umweltsünde. Wenn ich nur im Flieger steige, gibt es, glaube ich, Saufwochenende in Malle. Also mal schnell nach Malle saufen, total stockbesoffen zurück. Also das ist auch Umweltsünde, ne? Also, und trotzdem machen es die Leute. Man hat schon so ein bisschen schlechtes Gewissen, aber eine schöne Reise übertüncht es dann irgendwie leider. Es gibt Anbieter, bei denen man den CO2-Ausstoß einer Kreuzfahrt finanziell kompensieren kann. Das will ich auch machen, logisch. Das finde ich auch gerecht. Dann kann ich auch mit besserem Gewissen meine Fahrt genießen. Nee, das würde ich schon mal gerne machen. Auch um mitreden zu können, um zu sagen, jawohl, das ist eine totale Umweltsünde, das darf keiner machen, aber ich habe es wenigstens einmal gemacht. Mhm.